Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach den Flak-Anhänger per Giftcast of Friends bekommen könnt. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür selbstverständlich eine MOC, um euch den Flak-Anhänger zu ziehen. Ebenso braucht ihr halt nur ein Auto, was ihr nicht mehr benötigt, oder gegebenenfalls halt ein Elegy. Dazu braucht ihr dann eben halt noch einen Flak-Anhänger von dem Freund, welchen ihr euch ziehen wollt. Und wenn ihr das alles soweit vorbereitet habt, könnt ihr auch schon direkt losstarten. Geht einfach mit euren Freunden in euren Elegy rein. Fahrt dann mit dem LRG hinter der MOC, euer Freund soll sich dann ins Pausenmenü begeben. Ihr drückt dann Steuerkreuz nach rechts, wartet bis der Freund ausgestiegen ist, fahrt dann einfach ein paar Meter nach hinten, dann steigt ihr aus, geht dann einmal für 1-2 Sekunden in die Franklin-Meldung rein. So, dann geht ihr wieder aus der Franklin-Meldung raus. Dann lauft ihr einmal hinter die MOC, euer Freund soll dann am besten auch in die Franklin-Meldung reingehen. Ihr lauft dann einmal hinter die MOC, geht dann unten auf Eintritt mit nahen Freunden und Crewmitgliedern. Und dann müsst ihr einmal kurz auf Options drücken, dann drückt ihr wieder auf Kreis und dann habt ihr den schwarzen Balken oben. Das ist auf jeden Fall perfekt. Dann könnt ihr auf X drücken. Im Blackscreen jetzt geht ihr noch einmal in die Franklin-Meldung. Dort bleibt ihr einmal so für 5 Sekunden circa drin. Dann geht ihr wieder raus. Dann lauft ihr einmal hinten zum Flak-Anhänger, setzt euch einmal hinten in den Flak-Anhänger drauf, sagt dann eurem Freund Bescheid, dass er aus der Franklin-Meldung rausgehen soll und dann kann er in seinen Flak-Anhänger reinsteigen und nun muss euer Freund einfach mit dem Flak-Anhänger ein bisschen rumfahren und zwar so lange, bis ihr mit dem Flak-Anhänger, also so lange, bis ihr einen Blackscreen bekommt und dann in eure MOC landet. Das kann beim einen ein bisschen schneller gehen, beim anderen kann es ein bisschen länger dauern. So, wir haben jetzt den schwarzen Bildschirm, ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt warten wir, bis wir in der MOC gelandet sind. So in MOC angekommen, einfach dann die MOC verlassen. So sind wir dann jetzt draußen angekommen, dann gehen wir einmal ins Interaktionsmenü, tun dann einmal die MOC und das persönliche Fahrzeug einmal einlagern. So haben wir das dann gemacht, dann tun wir einfach das persönliche Fahrzeug aus der MOC raus einfach anfordern. Gehen dann wieder in das Aktionsmenü auf Sonderfahrzeuge, mobile Kommandozentrale und tun dort dann das persönliche Fahrzeug anfordern. So, dann warten wir, bis das Fahrzeug angekommen ist und wenn das Fahrzeug angekommen ist, werdet ihr sehen, dass dann auf der Map der Flak-Anhänger angezeigt wird. Und das war es auf jeden Fall auch schon soweit. Ihr könnt den Glitch aber auch nur machen, soweit ich weiß, wenn ihr noch keinen Flak-Anhänger im Besitz habt. Sonst wird das, denke ich mal, nicht klappen. Das heißt, ihr dürft keinen Flak-Anhänger vorher besitzen. Und auf jeden Fall, das war's schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.